Ich möchte meine Gescheite ganz selbst erledigen. Meine Monatsrente gesperrt und das Geld eingezogen. Ja. Aber das ist ja furchtbar, was die mit mir gemacht haben. Nicht mehr selber erledigen, weil die mir alle Möglichkeiten genommen haben, nämlich mein Bankkonto gesperrt. Und bei allem, was ich tue, spricht man mir das ab und behauptet, es sei verboten und das ist nicht gestattet und jenes ist nicht gestattet. Ja, und ich gehe dann her und sage, ja, ich brauche aber einen Koch, der mal mir eine Suppe kocht oder eine Nudelsuppe. Ne? Das genügt mir, brauche ich ja gar nicht. Was? Ja. Was? Hat dir das weggenommen? Ja, auch der Betreuer, der rechtliche Betreuer, hätte es in Ordnung bringen müssen. Das hat er eben nicht getan. Okay. Der hat sich gedacht, schenk du mir ein Tasch. Rechtlicher Betreuer für dich oder gegen dich? Gegen mich natürlich. Für sich. Der braucht nicht gegen mich sein, sondern für sich. Ja. Für sich ist er in erster Linie. Nicht gegen mich. Für sich ist er. Nur für sich. Hat ja gleich mein Haus weggenommen. Meine Rente weggenommen, alles weggenommen. Wir nie Bescheid gegeben über den Zustand der Rente, nie. Ich habe überhaupt nichts von der, ich habe nicht einmal gewusst, wo sie ist. Die hat ja irgendwo anders gewohnt. Jetzt wir nie Bescheid gegeben über den Zustand der Rente, nie. Ich habe überhaupt nichts von der, ich habe nicht einmal gewusst, wo sie ist. Die hat ja irgendwo anders gewohnt. Jetzt passt.